Dankeschön. Gehen Sie eigentlich hier öfter mit Ihrem Bruder aus? So ab und zu. Er findet, ich sollte gelegentlich mal rauskommen. Raus? Wo raus? Ja, wissen Sie, ich sitze gerade an einem neuen Buch und da kann es passieren, dass ich oft wochenlang nicht aus dem Haus komme und mein Bruder... Ach, dann Sie schreiben? Ja, wissen Sie? Ja, darauf hätte ich eigentlich nicht getippt. Darf man fragen, wie der neue Roman heißt? Ja, das ist kein Roman, das ist eine Untersuchung über plasmatische Vererbung. Ja, Donnerwetter, Sie sind Wissenschaftlerin. Oh, wie man es nimmt. Ja, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ach, Sie meinen die Brille. Besser so? Wenn Sie wüssten, wie viel jünger Sie ohne die Brille aussehen. Die brauche ich auch nur zum Schreiben. Und manchmal, da vergesse ich sie abzusetzen. Aber sagen Sie mal, so eine Auflage von so einer wissenschaftlichen Arbeit ist doch meist sehr klein. Ja, natürlich, aber das macht nichts. Die Auflage ist mir egal. Das habe ich aber noch von niemandem gehört. Ich schreibe nicht, um Geld zu verdienen. Das habe ich zum Glück nicht nötig. Ich schreibe zum Spaß, so eine Art Hobby, wissen Sie? Wissen Sie, ich muss sie immer wieder anschauen. Wenn ich mir vorstelle, Sie hätten jetzt noch eine schicke Frisur,